Fabian Gerber will mit seiner Mannschaft die Leichtigkeit wiederfinden. Viel Ertrag, aber wenig Tore gab es in den letzten Spielen. Letzteres sollte sich ändern im Duell der Aufsteiger aus der Oberliga. Auf den Greifswalder FC sollte nun sprichwörtlich der rot-weiße Regen einprasseln. Und dunkle Wolken zogen auch gleich auf in und am 16er des GFC. Weinhauer, dritte Minute, steckt durch auf Caniccia, Elfer! Aber der Innenverteidiger Schmedemann ist dazwischen. Osave im Sturmzentrum fehlte wegen Oberschenkelproblemen. Deswegen musste es Elfer erstmal alleine richten. 25. Minute. Lopez Cabral, eigentlich ungefährlich. Aber Rü und Brendig werden sich nicht einig. Und der Nutznießer heißt Kai Seidemann. Da gibt es das Küsschen aufs Emblem. Er löst sich. Der Knoten bei ihm erscheint wieder geplatzt zu sein. Aber gucken wir erstmal noch drauf. Rü, halbherzig, Brendig, auch nicht entschlossen. Und Seidemann, der riecht das, dass da irgendwas faul sein könnte oder entstehen kann. Und dann macht er sein 10. Saisontor. Die letzten 9 Spiele hat er nicht getroffen. Hier profitiert er von der fehlenden Absprache von Rü und Brendig. Und der Plan von Gerber, er ging auf. Unter der Woche wurde ausgiebig Torschusstraining geübt. Kai Seidemann. Die Hinrunde war super, aber in der Rückrunde läuft es noch nicht so. Fabian Gerber führte viele Gespräche mit ihm. Jetzt kann er sich belohnen. Und RWE machte weiter. 37. Minute wieder Kai Seidemann, Elfer, Weinhauer und Mergel sollte dann in Szene gesetzt werden. Aber das war erstmal die letzte Aktion. Roland Frabetz sah bislang noch nicht so viel von seiner Mannschaft, die insgesamt auf Fahr, Kocher und Weiland, drei wichtige Leute gesperrt, verzichten mussten. Zweiter Durchgang, 51. Minute. Richardson mit der Möglichkeit. Aber dann achten wir jetzt erstmal drauf auf Granatowski, der sagt, hey, was ist da los? Und auch der Coach Roland Frabetz, der hatte da was gesehen. Denn wir gucken nochmal drauf. Erst flückiger Klasse und dann wird Granatowski von Manu abgeräumt. Es hat schon für weniger einen Elfmeter gegeben, aber hier trotzdem, das sollte man noch mal erwähnen, stark von Franco Flückiger. 54. Freistoß, Granatowski, der wird gefährlich. Aber Kapitän Julian Rü verpasst. Der hat alle Nachwuchsmannschaften des GFC durchlaufen, verpasst hier aber den Ball. Die zweite Halbzeit allgemein nahm richtig viel Fahrt auf. Nur eine Minute später Elfer, Brendig mit dieser Flugeinlage und dann Mergel von rechts auf links. Mergel! Könnte RWE trotz Vertrag bis Sommer 2024 nach Saisonende verlassen, je nachdem, was passiert, ob Erfurt aufsteigt oder nicht. 57. Kai Seidemann mit seiner Geschwindigkeit vorbei an Schmedemann und dann findet er Arthur Mergel. Und jetzt hat auch er seinen Treffer, sein 12. Saisontor nach der Vorlage von Kai Seidemann. Das geht in dieser Situation zu einfach, zu plump, zu billig verteidigt, aber dann auch gut zu Ende gespielt von RWE. Und Mergel drückt den Ball, eine Mischung aus Knie und Oberschenkel, über die Linie. Und Greifswald, die ein bisschen besser in diese Partie hineinfanden. Sofort wird der Stecker wieder gezogen in Person von Kai Seidemann und Arthur Mergel. Und RWE danach wie befreit. Weinhauer, schöner Steckpass auf Tavares. Die Flanke ist überragend auf Seidemann. Und der verpasst seinen Doppelpack. Kai Seidemann, 60. Minute. Hier sehen wir es nochmal. Die Leichtigkeit, von der Fabian Gerber gesprochen hat, sie war wieder da. RWE konnte von den letzten 3 Spielen nur 1 gewinnen. Man mühte sich am letzten Spieltag beim Schlusslicht TB zu einem 2:1. Sie konnte erst in der 3. Minute der Nachspielzeit vom Punkt den Sieg klar machen. Hier war das schon wieder eher die Leistung, die man sonst so von RWE gewohnt war. 69. Seidemann wieder mit der Geschwindigkeit. Und jetzt hat er die Treffsicherheit auch wiedergefunden, die er in der 60. noch hat vermissen lassen. Fabian Gerber, die Gespräche, sie haben funktioniert, aber wir müssen auch über Rü reden. Natürlich ist das brutal schnell von Seidemann, aber das ist auch echt schlecht verteidigt in dieser Situation vom Eigengewächs von Julian Rü, der da überhaupt nicht in den Zweikampf kommt in dieser Situation. Und so langsam wurde es richtig deutlich
für den FC Rot-Weiß Erfurt. Das Hinspiel in Greifswald konnten sie mit 2:0 gewinnen. Seidemann machte damals kurz vor Schluss das 2:0. Der GFC kam im letzten Auswärtsspiel beim BFC Dynamo mit 0:5 unter die Räder. Und auch hier taumelten sie nur noch über den Rasen im Steigerwaldstadion. Ciccarelli mit dem 4:0 in der 73. Spielminute. Das 6. Saisontor von Nazareno Ciccarelli. Er traf beim Arbeitssieg gegen TB in der 3. Minute der Nachspielzeit. Vom Punkt wird hier klasse in Szene gesetzt von Mergel und hat jetzt auch sein persönliches Erfolgserlebnis. Und das 4:0, die Tore könnten in der Endabrechnung auch wichtig sein im Kampf um Platz 1 mit Energie Cottbus. Die letzte Aktion in dieser Partie gehörte allerdings dem Greifswalder FC. 88. Minute, Bilbia wird nicht angegriffen. Bilbia! Aber flügiger Klasse pariert den Schuss aus 12 Metern von Bilbia, hält zum insgesamt 11. Mal seinen Kasten in dieser Saison sauber. Danach war Schluss. Erfurt zieht wieder vorbei an Energie Cottbus. Erleichterung pur bei Fabian Gerber. Natürlich, nochmal, du willst jetzt oben bleiben, du willst das Ding durchziehen, du willst ein spannendes Finale haben zum Schluss. Wir wollen dazu beitragen, dass die Liga wirklich bis zum letzten Spieltag extrem spannend bleibt. Und was am Ende bei rumkommt, muss man sehen. Ich denke einfach, dass wir uns im Abwehrverhalten einfach richtig, richtig schlecht anstellen seit 3 Spielen. Das müssen wir unbedingt besser machen. Das Problem ist nur, es ist nicht immer derselbe Fehler, sondern es sind immer wieder neue Fehler und immer wieder neue Spiele, die das so schwer machen, da sauber ins Detail zu gehen und das wegzutrainieren. Und das ist das Problem. 2 Tore, 1 Vorlage. Nach langer Durststrecke ist Kai Seidemann wieder der Man of the Match. Hinrunde läuft super, Rückrunde passiert dann nichts mehr. Da kriegt man dann, liest man dann die eine oder andere Nachricht. War schwer, aber heute habe ich es gezeigt, dass ich auch wieder treffen kann und weiß, wo das Tor steht. Rot-Weiß Erfurt grüßt wieder von ganz oben. Und am Mittwoch ist man vielleicht sogar in Erfurt auch mal Jena-Fan. Denn dann spielt Jena gegen den großen Konkurrenten Energie Cottbus.